Hallo Freunde, herzlich willkommen zurück zu Wind Waker. Ich würde mal sagen, wir kümmern uns ein bisschen um Schatzkarten. Treppsteiginsel, Haifischinsel. Haifischinsel ist gut, die nehmen wir. Die ist hier. Ah, das ist sogar noch besser. Ach, das hat ja gepasst. Hätten wir vorher schauen müssen, aber egal. Auf zur Haifischinsel. Müssen die dort sein? Aber wo sind die anderen Schatzkarten? Es fehlen noch so viele. Wobei, nee, stimmt, das ist so viele, sind es ja gar nicht. 36. Wobei da die Frage ist, ob die Triforce-Karten da auch mit einberechnet wurden. Aber 36 plus 8 sind 44. Und auf 48 fehlen uns dann noch 4 Karten. Theoretisch. Und wo soll man die herbekommen? Mann, wir können mal in der verwunschenen Bastion nachschauen, ob es da noch was gibt. Jo! Lag trotzdem. Ich habe den Prozessor jetzt vor kurzem ein bisschen übertaktet. Aber das hat nicht so viel gebracht hier in der Performance, wie es aussieht. Aber es bringt zumindest ein bisschen was beim Rendern. Jo, silberner Rubin. So. Das ist das Flugfeld, das Einaugenriff. Das ist, glaube ich, nicht weit weg. Das ist hier. Das holen wir sich als nächstes. Wo kriegen wir noch Schatzkarten her? Noch 4 Stück. Und mit den Riffen sind wir ja fertig. Und es fehlen noch so viele andere Karten. Es gibt ja eine Karte, wo man, glaube ich, diese Octalus findet. Und wie gesagt, es gibt, glaube ich, auch eine Herzteilkarte, aber wo bekommt man das alles? Ah, da kommt gerade mal Capo Grande. Da können wir mal schauen, vielleicht gibt es da einen fliegenden Händler. Und ein paar, die Stress wollen. Und ein gefährlicher Turm mit 8 Kanonen. Für ein Herzteil. Das Server schon haben. Ja, hier war auf jeden Fall eine Karte. Eine Triforce-Karte. Die werden wir aber schon haben, offensichtlich, ne? Ah, ich glaube ja schon, was das sagt. Oh, Potzblitz, diese Kanonen. Ja. Dachte
nicht mehr. Mist. Nix hier, kein fliegender Händler. Daneben. Und weiter geht's. Und den lassen wir sich gar nicht erst aufhalten. Trefft's ja eh nix. Komm schon. Daneben. Azubia scheren gerade auf. Ah, das ist ein Augenriff schon. Ein Augenriff da hinten, das 6 Augenriff. Geht hier ganz schön weit rüber. Und soweit ich weiß, müssen wir da hinein, aber das sind schon wieder die. Ach ey. Treiben sich auch hier rum. Drin sind auch wieder aktiv. Oh oh. Uiuiui. Das war knapp. Habe ich mir gedacht. Hey, ich hab den schon dreimal getroffen, warum sinkt der nicht? Selbst getroffen. Schafft es da eh nicht rein. Shit, ich glaube, der hat's reingeschafft. Jupp. Ha! Penner. Okay. Jo. Na, der war auch tief. Zirkelkarte, Leuchtkreise. Okay. Hier bekommen wir also die Special Card noch her. Aha. Was ist das? Hä? Kapiere ich jetzt nicht so ganz, ehrlich gesagt. Was ist das? Okay. Treppsteiginsel. Kommt man da gut? Ah, da kommt man gleich eher gut hin. Ich glaube, da brauchen wir nur von Tantopia nach Süden fahren. Oder nach Südwesten. Nein, nach Südwesten, glaube ich. Und der Tantopia ist, glaube ich, das Nautodrom. Aber egal, sollte man hier relativ flott dort sein. Ein paar Haie platt machen wieder.
Scheinbar bekommen wir auch hier die Special-Karten. Jetzt hätten wir zuerst schauen sollen, ob das wirklich dort ist, aber es wird schon stimmen. Aber da voll ist das Vertrauen in meinen Orientierungssinn. Und das zu Recht. Ha! Achso, ist das schon die Treppsteiginsel da hinten? Ne, es ist das Autodrom, dort ist die. Gibt's hier. Ah, dahin. Achso, das. Warte, da gibt es drei kleine Inseln dort, das sollte man sich nochmal anschauen. Eine davon ist die Mini-Tender-Galerie. Ja, vielleicht gibt es dafür auch ein Herzteil, möglicherweise. Natürlich blöd, dann kann man im ersten Durchlauf nicht alle Herzteile bekommen. Beziehungsweise da fehlen dann so manche unter Umständen. Eins auf jeden Fall, wenn es bei der Mini-Tender-Galerie eins gibt, sogar zwei. Was dann schon krass ist. Da sind sie ja schon. Hol ihn dir. Ha! Mann, wie viele kommen da noch? Noch welche? Okay, die kommen scheinbar unendlich. Hol ihn dir. Was ist das jetzt? Wie viel haben wir da platt gemacht? 6 Stück oder so? Ah, da war der Schatz. Jawohl! Schatzkarten sind wohl unnötig. Er braucht die schon. Einfach auf gut Glück. Oho! Ein Herzteil. Okay. Na, deshalb muss nicht gleich vor Freude baden gehen. Gut. Triangelinsel. So, aber die hier. So, das nochmal. Ah, das ist ein Autodrom. Na gut, dann fahren wir gleich mal dahin. Wenn wir schon mal hier sind, holen wir sich das gleich. Hoffentlich jetzt bitte nicht wieder Haie. Sonst muss ich die noch ausrotten. Was, ein Autodrom ist so hoch oben. Also im Quadranten. Dann müsste man schon fast nach Nordosten stellen, anstatt nach Osten.
Oh Gott, da hinten sind auch solche. Ja, da gibt's vielleicht was zu holen. Sollten wir sich auch anschauen? Das ist, glaube ich, zu weit. Jo. Tada! Was mag da wohl drinnen sein? Das ist Gott sei Dank nicht immer nur Geld. Jawohl! Die Meere! Genau, es gibt nicht eine Karte für Herzteile allgemein, sondern mehr für die, die mehr sind. Was haben wir dann noch? Das Vier-Augen-Riff, glaube ich. Also das ist die Geisterschiff-Karte schon. Da müssen wir schon wieder durch. Ah, das, okay. Da sind die Schatzkarten zu finden für die Herzteile. Da waren wir schon. 5 im Portemonnaie. Eine Dar. Okay, im C4 Tempel sind wir aber fertig. Das heißt, das haben wir schon. Tantopia gibt es eine. Dann ist das Draconia. Und das müsste dann der Turm der Götter sein. Draconia, Turm der Götter. Ja, sollten, müssten wir die eigentlich fast alle haben, glaube ich, oder? Warte mal. Ja, auf Portemonnaie gibt es 5 zu holen, also. Aber eine auf der Isla Stalagmitica, eine in Terra-Tempel, eine in Zephyr-Tempel, die haben auf jeden Fall die 3. Draconia werden wir auch haben. Da haben wir irgendwas vergessen da im Draco-Sanktuarium. Sollen wir vielleicht nochmal schauen. Und im Turm der Götter und auf Tantopia. Okay, also einen in jedem Tempel, der 5 Tempel und 5 im Portemonnaie. Okay, was haben wir gesagt, fehlt uns noch? Das Vier-Augen-Riff befindet sich hier. Und dann war es noch die Triangelinsel. Hier. Portemonnaie. Ah, aber zuerst. Tja, das Let's Play nähert sich so langsam seinem Ende. Auch wenn man sagen muss, es fehlen uns noch so einige Herzteile. Glaube ich zumindest. Ich kann mir nicht vorstellen, dass man nachher noch Herzcontainer bekommt. Es wäre viel zu einfach, an die ranzukommen. Na klar, so einer kommt da noch. Wer will nochmal? Wer hat noch nicht? Yeah. Blatsch. Ach du, verdammt, wir brauchen ja Glücksamulette, kommt mir gerade. Na toll.
Auch aus diesen Samen lässt sich irgendwas machen. Ah, ich glaube, die müssen wir beim Alchemisten abgeben. Sollen wir mal schauen. Leer. Leere Krüge. Das nehme ich. Wenigstens ist hier ein bisschen was drin. Ups. So, Freunde, aber das war's für diesen Part. Ich bedanke mich wieder fürs Zuschauen und sage bis zum nächsten Mal. Ciao!